Ja, und zwar dazu, was wir bei Continental machen, zu dem Thema Hybrid Work, Hybrid Collaboration, wie wir dafür einen Hub aufbauen und vor allem, wie wir unsere Guides dafür empowern wollen, um uns auch hier in diesem Next Big Change, sag ich mal, was die unsere Organisation anbelangt, einbinden und empowern und so da gemeinsam vorangehen. Ja, welcome. Hatten wir schon. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und dabei auch noch ein paar Worte zu mir. Ich bin, wie anfangs gesagt, in meiner Rolle im Digital Workspace bei der Group IT bei Continental als Community Manager und Consultant. Freue mich auch hier auch ein direktes Team hier zu haben. Jeanette in meinem Team, wo wir Employee Engagement vorantreiben. Und mit uns Lindy auch hier ist, mit der ich jetzt aktuell gerade bei Group IT das Thema Community Management zum Leben bringen darf und bin in dieser Rolle seit 3,5 Jahren, angefangen bei HR in der Organisationsentwicklung und so seit einem Jahr jetzt in unserer neuen Organisation der IT und generell bei Continental seit 2015 angefangen als Werkstudentin zu der Zeit. Und darüber hinaus, so haben wir diese drei Hauptpunkte, wenn es zu meiner Person kommt, bin ich leidenschaftliche Sportlerin und liebe alle Outdoor-Aktivitäten und bin dabei auch nebenberuflich tätig als Kurs- und Fitnesstrainerin. Gibt da Kurse, also wenn jemand mal Lust hat auf High-Intensity-Interval-Training, könnt ihr da gerne mitmachen. Und bin auch freiberuflich als Speakerin, Trainerin rund um Beziehungs- und Gesundheitsorientierung, habe ich es mal genannt, unterwegs. Also ganz viel auch zum Thema Communities, Netzwerk, Kollaboration, Work und so weiter. Ja. Auch dabei gerne jederzeit über die Vernetzung freue ich mich, wie auch vorhin Herbert gesagt hat, auch gern LinkedIn, Twitter oder auch Instagram. Ich freue mich über jeden weiteren Austausch. Und ganz kurz zu unserer Session heute. Ich habe ein kleines Microlearning mit dabei, weil wir da vorhin eh schon das auch ausprobiert haben und möchte euch eben gern zeigen, was wir machen zum Thema Hybrid Work und Collaboration und was es auch für uns bedeutet. Und jetzt euch einladen auf die Reise, also on the way to Hybrid Guides, was wir da gerade machen mit unseren Guides, um zunächst die als unsere Change Pioneers und vor allem als Multiplikatoren in unserer Organisation, dann im Ganzen unsere Organisation fit zu machen für Hybrid Work und Hybrid Collaboration und auch noch aufzeigen, welche Möglichkeiten wir hier bei uns aktuell haben, um eben sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen und um auch hier die Diversität, die wir haben, in der Art und Weise, wie wir lernen und lernen wollten, zu nutzen und da hoffentlich für jeden etwas dabei haben. Dann gerne eben auch Fragen und freue mich auch auf jeden Fall in die Diskussion, in den Dialog zu kommen und auch zu hören, was sich bei euch gerade so tut zu dem Thema. Als kleines Microlearning habe ich dabei, nutzt gerne, wie wir es vorhin eher schon gemacht haben, in Teams, finde ich, gibt es da die großartigen neuen Funktionalitäten, die es uns ermöglichen, mehr Interaktion im Meeting zu haben und aber auch ermöglichen, einen besseren Einblick zu haben, wie denn so die Stimmung überhaupt im Meeting ist, was ja ein so ein großer und wichtiger Punkt ist. Gerade bei virtuellen Meetings, diese Meldung erscheint mir irgendwie immer, oder auch in Hybriden, wo es oft, gerade wenn man etwas präsentiert oder zeigt, oft schwierig ist einzuschätzen, okay, sind die Leute noch bei mir, kommt das gerade an? Oder man vielleicht auch feststellen kann, gibt es hier irgendeine Ellie, irgendeinen Elephant in the Room? Also nutzt da gerne die Live-Reactions, die wir haben, wenn ihr etwas gut findet oder dem zustimmt mit dem Daumen hoch oder dem Herz oder auch wenn etwas überraschend ist, das Obst-Smiley. Und ansonsten aber auch gern zu Beginn nochmal in die Frage in die Runde, geht's euch allen gut? Wie ist gerade die Stimmung bei euch?
Gib mir da auch gerne eine Reaction oder auch gerne ein GIF im Chat. Ich finde, es sieht auch manchmal ein bisschen aus, wie über etwas lachen. Also ich hoffe, ihr lacht mit mir und nicht über das. Genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und genauso auch jederzeit unterbrecht mich gerne entweder direkt oder nutzt das Raise-Hand-Zeichen oder ansonsten im Chat. Also es soll auf jeden Fall gerne auch hier währenddessen ein Dialog sein. Oder auch wenn ich zu schnell spreche, dazu tendiere ich gerne. Also lasst mich das gerne wissen. Alles klar. Damit zum Thema Hybrid Work und Collaboration. Und was ist, what the Hybrid haben wir gerade jetzt im Bench Learning in Nürnberg am Montag als Thema gehört. Als wir angefangen haben mit dem, jetzt gerade mit dem Hybrid Upskilling und Training für unsere Guides, sind wir gleich in der ersten Session nochmal einen Schritt zurückgegangen, sage ich mal, und zu sagen, okay, wichtig ist erstmal überhaupt ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, denn Hybrid kann ganz viel bedeuten. Gerade auch bei uns in der Automobilbranche gibt es natürlich auch hybride Autos, schon allein das. Und was sind dann hybride Events, wenn wir jetzt davon sprechen? Also wir haben hier mal vier Hauptarten von Meetings und Arten der Zusammenarbeit unterschieden, wo vor der ganzen Pandemie insbesondere mit dem Baby Judas, wir primär physisch zusammengearbeitet haben, vor allem natürlich, wenn es unsere lokale Zusammenarbeit anbelangt. Und ja, was definitiv auch nach wie vor, und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, die bereicherndste Art der Beziehungsgestaltung ist und hoffe ich bleibt auch die direkte Art der Interaktion. Ich glaube, wir stimmen uns alle zu, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen oder stehen ein Getränk nehmen oder uns in der Pause in der Kaffeeküche unterhalten. Das, glaube ich, ist kaum ersetzbar und ich bin auch froh, dass das so ist. Dann gut, in den letzten 2 Jahren sind wir mehr oder weniger gewollt oder gezwungen zu der komplett virtuellen Zusammenarbeit eingeladen worden, haben, denke ich, viel erlebt, was vorher immer gedacht wurde, das ist nicht möglich und plötzlich ging es, als wir es einfach gemacht haben, zu so dieses 2D. Und was wir zum Beispiel letztes Jahr auch mit unseren Guides ausprobiert haben und ja, eine richtig tolle Erfahrung war, war unser erstes Virtual Reality Event. Und ich denke, da erwartet oder steht uns auch viel Spannendes bevor jetzt mit dem ganzen Metaverse-Thema, was, denke ich, mittlerweile auch allen ein Begriff ist. Und als drittes eben diese hybride Form, wenn wir dieses gemischte Setting haben zwischen in Präsenz zusammen sein und virtuelle Teilnehmer virtuell zugeschaltet zu haben und dann im ganz Großen sogar vielleicht hier bei mir in Hannover und dort bei Thomas in Nürnberg und bei Achim in Stuttgart, glaube ich, welche vor Ort haben und wir uns dann auch gegenseitig nochmal mit dem entsprechenden Equipment zusammenschalten können, plus welchen, die bei Ihnen allein im Homeoffice sind und wo wir gerade jetzt bei uns bei Continental und bestimmt auch bei euch viel ausprobieren und auch bei uns eine ganze Hybrid Work Taskforce und Initiative haben, um hier die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Ellen hat eine gehobene Hand. Ja, danke. Dieses Virtual Reality Event, ich bin da nicht ganz so firm in der Thematik. Habt ihr da alle so Virtual Reality Brillen auf oder wie habt ihr das organisiert? Was kann man sich darunter vorstellen? Da war es so, dass wir explizit nach einem Anbieter gesucht haben, bei dem wir genau das nicht brauchen, weil es ein globales Event war für unsere Guides, die in über 30 Ländern insgesamt sitzen und wir das gar nicht stemmen hätten können und auch das so barrierefrei wie möglich machen wollten. Und da hatten wir einen Anbieter gefunden, der zudem auch die Daten bei uns in Deutschland gehostet hat, dass wir hier mit Data Security auf der sicheren Seite waren und wo man
rein mit dem PC diese 3D-Erfahrung, also vielleicht trifft es auch ganz gut, ein 3D-Event, diese Erfahrung hat, wo jeder oder jedes ihren Avatar hatte, den man gestalten konnte und sich dann wirklich perspektivisch im Raum bewegen konnte, verschiedene Gestiken, sich der Sound entsprechend geändert hat, je nachdem, wie jemand zu mir spricht oder ich auch so verschiedene Spaces hatte, damit sich kleinere Gruppen unterhalten können. Und da haben wir Produktivität, Kreativität und verschiedene Arten der Zusammenarbeit ausprobiert. Das klingt richtig cool, danke. Können wir uns auch gerne mal darüber hinaus austauschen oder wenn du auf LinkedIn nach FutureNow21 war unser Hashtag suchst, da wurde auch ganz fleißig dazu gepostet, also kann man es auch noch etwas nachverfolgen. Okay. Thomas schreibt genau, bestimmt den Chat oder den einen oder anderen Link im Chat, wenn du magst. Dankeschön. Den Future Now 21 habe ich jetzt gerade krampfhaft auf LinkedIn gesucht, ich finde aber gerade keine Ergebnisse. Dann war das mehr intern, ja. Aber es gab auf LinkedIn, es gab auf LinkedIn Posts dazu. Einige. Wenn es während der Besprechung findet, pack ich es in den Chat. Super, dankeschön. Alles klar. So, und so haben wir bei uns bereits letztes Jahr im Sommer diese Taskforce gegründet und sogar noch einige Zeit lang schon es bei uns zum ersten Mal im Guide, im monatlichen Guides Exchange thematisiert, dass wir eben hier, um effektiv hybrid zusammenarbeiten zu können, die entsprechenden Rahmenbedingungen mitsamt vor allem IT-Infrastruktur, innovative Technologien und Lösungen bereitstellen müssen und insgesamt Orientierung schaffen wollen, um eben hier diese psychologische Sicherheit und dieses Vertrauen zum einen zu schaffen und vor allem aber auch die Möglichkeiten bieten können und auch, was wir bei uns alle auch einig sind und waren, gemeinsam lernen können. Und das bedeutet zum einen also die technische Seite, die sozusagen die Grundvoraussetzung ist und wo ich auch überzeugt bin, dass wir bei Group IT da eben eine sehr zentrale Rolle spielen und gleichzeitig aber die Tools alleine und die Technologie natürlich nur wenig oder nur bedingt helfen, wenn wir nicht auch, und das ist der zweite große Punkt, die Rahmenbedingungen schaffen, wenn es dazu kommt, unsere Prinzipien und unsere Werte entsprechend an hybrider Arbeit auszurichten, unsere Arbeitsbedingungen in Hinsicht von Flexibilität erweitern, unsere Führungskultur hinterfragen und uns auf hybride Führung ausrichten und insgesamt auch das Thema Lernen nochmal eine ganz andere Bedeutung kommt, weil es heißt, wir brauchen neue Skills, auf Englisch klingt es irgendwie immer besser, Skills und Fähigkeiten, Methoden, andere Art der Moderation und der Praxisen und Techniken, die wir anwenden in Meetings, in Events und so weiter. Und auch hier hatten oder haben wir ein großes Projekt zum Thema Flexibility, wo sich ganz viel um diese Ausrichtung gekümmert wird. Und was auch, und das in beiden Aspekten ganz wichtig, sehr stark community-basiert geschehen ist und vor allem auch in diesem Flexibility-Projekt, wo auch offen und transparent dazu aufgerufen wurde und wird, sich zu engagieren, wer Lust hat mitzumachen, sich da einzubringen, Verschiedenes auszuprobieren und eben auch an Themen da gemeinsam zu arbeiten und transparent hier die Initiativen, das Wissen, auch wenn es noch nicht perfekt fertig ist, sondern im Doing zur Verfügung zu stellen, denn vielleicht hat ja jemand eine andere Idee, wie man da dann weitermachen kann. Und der dritte und einer der Kernaspekte, wie wir das sehen, ist eben das entsprechende Mindset. Es geht eben nicht nur um die Strukturen, Prozesse, Methoden oder auch die Fähigkeiten, sondern vor allem die Haltung, mit der wir eben an hybride Zusammenarbeit herangehen und ja zunächst eben diese Basis brauchen, diesen Rahmen, in dem ich mich traue, vielleicht erstmal auch Fehler zu machen und zu scheitern, in einer komplett neuen Situation zu sein. Also diese psychologische Sicherheit mit einer großen Basis von Vertrauen herzustellen, damit eben
wir in diesem hybriden Setup in Begegnung kommen können, auf Augenhöhe zusammenarbeiten, eine inklusive Arbeitsatmosphäre schaffen können und vor allem auch das Thema Wellbeing sicherstellen. Also nochmal viel wichtiger ist nochmal viel wichtiger, ist diesen Kontakt, diesen persönlichen Austausch herzustellen. Und all das sind auch Punkte, die wir jetzt auch bei mir direkt im Bereich zusammen mit Jeanette ganz wichtige Aspekte für den Bereich Employee Engagement sehen, was ebenfalls nochmal eine andere Bedeutung bekommt in diesem hybriden Setup. Und sehr wichtig ist, dieses Growth Mindset zu leben und zu hegen, dass wir ja all das so weit wie möglich als diese Herausforderungen als Möglichkeiten sehen und ja in Chancen sozusagen verwandeln. Was haben wir nun gemacht? Wie sind wir hierbei dann gegangen und wie sieht das Ganze aus? Wir haben zusammen mit dieser Taskforce, die ich angesprochen hatte, wo es bei uns neun Hauptinitiativen gibt, ganz stark den Fokus darauf gesetzt, wirklich die so Joining Forces, die Power von verschiedenen Seiten zu bündeln und ja zum einen bei IT, bei uns bei Group IT, stark mit Infrastructure zusammenzuarbeiten, mit Communication, mit HR vor allem auch, um hier verschiedene Perspektiven einzubringen und dann auch eine neue Stelle sogar geschaffen für Hybrid und Virtual Event und Tool Consultancy, die auch bei uns im Team direkt ist und die auch gerne heute dabei gewesen wäre, meine Kollegin aus Rumänien, es aber dann aus privaten Gründen leider nicht geklappt hat. An sie ist diejenige, die eben so das Gesicht dahinter ist und wo unsere Kollegen und Kolleginnen zu ihr kommen können, um eben Beratung zu erhalten. Ja, welche Tools, welche Lösungen, welche Methoden bieten sich vielleicht für welche Art von Event oder für Zusammenarbeit besonders an? Und wenn es dann um die Umsetzung kommt und das Anwenden und auch die Situationen in Events und in Meetings, wir hier ganz stark unsere Guides eben sehen, um als Moderatoren, als Facilitatoren, die eben unsere Möglichkeiten kennen, hier unterstützen können, vor allem auch die Führungskräfte, die Assistenten und insgesamt in den Projekten. Und zu den Themen Toolset, Skillset und Mindset gibt es eben hier dann drinnen verschiedene Templates, die wir entwickelt haben. Teile davon sind auch hier in meinem Slide-Deck heute und wo wir immer versuchen, genau, also vor allem das Mindset und die Werte einzubetten, um die entsprechend zu leben. Und wir Seiten haben mit verschiedenen Hardware-Empfehlungen, mit Event-Lösungen von verschiedenen Kategorien, die wir identifiziert haben. Und so man insgesamt sagen kann, also mit diesem Hub, mit dieser Community in unserem Enterprise Social Network, die offen ist und transparent jedem zur Verfügung steht, sozusagen einen zentralen Hub gebildet haben, das aber auch so nicht fix ist, sondern stetig weiterentwickelt wird und wir vor allem auch ganz im Sinne der Community anregen, so die Erfahrungen, die in einzelnen verschiedenen Bereichen gemacht werden, zu teilen in einem Blog, in einem Ideation-Blog, wo wir auch neue Ideen und Vorschläge machen können und die Personen voten können, wo wir unter den Methoden und when to use what, wo wir eine große Palette an Möglichkeiten zeigen, wie ich bisher die physische Methoden oder Arbeitsweisen in Workshops oder Events und sei es, dass wir ein Flipchart hatten, das wir benutzt haben, wie wir das jetzt im virtuellen oder im hybriden Setup darstellen können oder welche Übungen oder welche Anweisungen sich ansonsten dafür eignen und eben auch für diese Hauptmeetings und Events die Templates zur Verfügung stellen, damit man sich schon mal weniger Gedanken um den Opfer machen muss, sondern sich auch da etwas durchleiten lassen kann und dann sozusagen den Content entsprechend befüllt.
und diesen Wissenshub. Und auch hier ist es natürlich so, wenn allein dadurch, dass wir dieses Wissen zur Verfügung stellen, passiert nicht viel, sondern wir wollen das Ganze zum Leben bringen und wir brauchen vor allem Kollegen und Kolleginnen, die neugierig und interessiert sind, das Ganze zum Leben zu bringen und auch dieses Wissen weitertragen, denn ja, unser Enterprise Social Network ist sehr groß und wir alle wissen es, es kommt Information von allen möglichen Seiten und auch hier ersetzt nichts die persönliche Komponente und deshalb glauben wir hier ganz stark an die Wichtigkeit unserer Guides, unserer Multiplikatoren und befinden uns da gerade on the way to become a hybrid guide und haben ein Konzept entwickelt, wie wir hier in zwei Schritten unsere Guides befähigen wollen. Ohne darauf jetzt eingehen zu wollen, zum Hintergrund ist das sozusagen für uns auch mit den Guides so das nächste Level und wir wollen es kombinieren, so diese nächste Chance mit dem Training und Upskilling Hybrid Guide zu werden, feiern wir gleichzeitig auch unser 10-jähriges Jubiläum, das vor 10 Jahren mit der Einführung unseres Enterprise Social Networks gestartet hat, einen ganz großen Aufschwung erlebt hat mit dem Office 365 Projekt und New Workstyle Einführung, wo wir unser globales Netzwerk mit über 1400 Guides aufgebaut haben und seitdem Digital Guides ausgebildet haben und gerade aber auch dadurch, dass wir seit 2018 keine Möglichkeit mehr hatten, die Leute zusammenzubringen und wo wir gerade jetzt, wo wir auch zurück in die Büros kommen, merken, wie wichtig es ist, dass wir diesen persönlichen Kontakt haben. Es ist auch noch wichtiger bei einem Netzwerk von Freiwilligen und deshalb sehen wir das jetzt als ganz große Chance, dass wir mit diesem Hybrid Guide Upskilling sozusagen diesen Business Value und den Network und Community Value zusammenbringen können. Das so zum Hintergrund hatte ich schon anfangs gesagt. Generell glauben wir eben, dass Hybrid Work nicht nur eine technologische Veränderung ist, sondern vor allem dieser kulturelle Aspekt sehr wichtig ist. Und wenn wir effizient und effektiv im hybriden Setup zusammenarbeiten wollen, brauchen wir eben hier erfahrene Change Agents, die eben all diese Tools und Lösungen, die wir zur Verfügung stellen, auch ausprobieren, Erfahrung sammeln und diese als Feedback an uns in der IT zurückgeben und aber auch entsprechend mit den Usern teilen. Und hier, wie eben gesagt, haben wir zwei Stufen, die ich gleich zeige, mit den Hybrid Guide Deep Dive Sessions und unseren Anniversary Events. Und so setzen wir hier auf den Informing, Involving und Activating Part und haben seit längerem hier einen regelmäßigen Austausch dazu, laden immer wieder zu Feedback ein, haben schon von Anfang an Brainstorming gemacht und Ideen gesammelt, wie das Ganze aussehen kann, sind jetzt gerade in der Planungsphase und wollen dann richtig aktiv werden eben mit unseren Events. Das ist hier das Badge nach dem ersten Level. Ich dachte eigentlich, es kommt eine Slide später, aber so seht ihr das schon vorab. Also es soll auch Incentives geben und wir möchten auch, dass die Guides damit sichtbar werden können und und auch wiederfindbar sind für unsere Kollegen. Hier sind jetzt wirklich noch mehr Slides drin. Das macht nichts. Und so sieht das Ganze aus mit den Deep Dive Sessions zu auch hier aufgeteilt zu Skillset, Mindset, Toolset. Wir hatten 3 davon und Level 2 jetzt dann eben unsere Events in verschiedenen Regionen. Und ja, ich weiß nicht, wie die Erfahrung soweit ist. Vielleicht kann Thomas als einer unserer engagiertesten Guides auch ein paar Worte dazu sagen. Ja, also die Level 1-Geschichte ist jetzt durch, diese 3 Training-Sessions. Und auch die waren schon eine gute Mischung aus dieser Präsenzsache und aus hybrider Teilnahme. Für mich eine ganz tolle Erfahrung war einfach, dass ich zwar von den Sessions fast zur Hälfte von mobil unterwegs mitgemacht habe. Und das eigentlich ja irre gut funktioniert hat.
Die nächste oder das Level 2 wäre ja dann dieses Guide-Event zum Austausch und das Ganze soll möglichst hybrid laufen. Das heißt, wir haben zwar Präsenzveranstaltungen global an einigen Standorten, aber zu jedem dieser Veranstaltungen kann man dann auch als Remote-Teilnehmer mit teilnehmen. Und um dem Ganzen ein bisschen die Krone aufzusetzen, haben wir uns in Ingolstadt gedacht, es wäre doch cool, wenn wir so richtig hybride Sache dann irgendwo hinkriegen würden. Und beispielsweise für das Event, das in Hannover läuft, für die, die nicht die Möglichkeit haben, bis nach Hannover zu reisen und das lieber auf einem kürzeren Weg machen würden, meinetwegen von Regensburg oder Nürnberg aus oder so, dass wir quasi so eine Art Satellitenveranstaltung möglicherweise in Ingolstadt aufziehen. Da in Ingolstadt eine Präsenzveranstaltung haben, die hybrid an der Präsenzveranstaltung oder an dieser hybriden Veranstaltung in Hannover mit dranhängt. Das sind so die Ideen, die zu diesen hybriden Arbeiten mit aufgekommen sind, so in den letzten 2, 3 Wochen. Mal schauen, an welches Event, dass wir uns wirklich mit dranhängen. Möglicherweise wäre es auch eine Idee, einfach zum sagen, warum nicht ein Satellitenevent in Deutschland starten, das, wo die, nennen wir es Originalveranstaltung oder die Basisveranstaltung in Asien oder in Amerika ist. Mal schauen, was bei rauskommt. Wir sind jetzt so am tiefer reindenken in die Sache. Also das, denke ich mal, macht dann so das Beste aus den beiden Welten, aus dem virtuellen und aus der physischen Präsenz, wenn man das so richtig mit Satelliten drum macht. Perfekt, ja, genau. Somit eben dieses Gelernte, mehr oder weniger noch theoretische, gerade auch zu Moderation und Facilitation und auch die Tools und Technologien, die wir haben, live ausprobieren und eben auch all das in dieser hybriden Erfahrung machen zu können. Und dann so diesen Spirit, dieses Movement, das wir erlebt haben in den letzten Jahren, sei es, dass die Leute wieder virtuell wieder live zusammenkommen und lokale Aktionen betreiben, um eben ja die Adoption sozusagen voranzutreiben, wie wir links oben bei unseren Guides in China sehen, oder auch rechts unten, wie wir uns bei uns mit den Hannover Guides auch im Virtuellen versuchen, so weit wie möglich die Verbindung aufrechtzuerhalten. Und ja, so kann man insgesamt sagen, ist alles halt nur möglich, eben mit dieser Passion, die wir haben und mit dem Beitrag und mit der Einbringung jeder Einzelnen. Und da sehen wir genauso auch, oder da erfahren wir insbesondere jetzt, wo wir die Leute lokal wieder zusammenbringen möchten, auch welche Herausforderung es ist oder vor allem auch, wie wichtig dieses Community Building ist. Ja, das soweit zum Inhaltlichen. An der Stelle gibt es noch Fragen.